Hallo und herzlich willkommen zu Modern Warfare 2. Wir spielen weiter die Kampagne, aber in einer neuen Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und ja, dann wollen wir weiter anfangen, ne? Sehen Sie ihn? Over. Roger, ich habe Roach gefunden. Scheint alles in Ordnung zu sein. Geh nach Nordwesten zur U-Boot-Basis. Over. Verstanden. Der Rest kommt hier. Mal ganz kurz, Soundcheck. Ist bei Ghost gelandet, ziemlich weit im Osten. Sie soll mit der Mission fortfahren, Neuformierung falls möglich. Roach, mir folgen und außer Sicht bleiben. Ja, gar kein Problem, würde ich mal sagen. Kontakt, Feindpatrouille 30 Meter voraus. Fünf Einheiten, automatische Waffen, Splittergranaten, ein Schäferhund. Hunde. Ich hasse Hunde. Diese russischen Hunde sind nur Miezekatzen im Vergleich zu denen in Pripyat. Geduld, bloß nichts Dummes tun. Mach gar nichts. Sie müssen sie gleichzeitig ausschalten. Okay. Konvoi nähert sich, außer sich gehen. Jupp. Passieren lassen. Machen wir mal. Können wir weiter, Brent? Zwei von ihnen machen eine Zigarettenpause. Jeder von uns erledigt einen. Gut. Ah, gut, dass ich doch nicht gefeuert habe. Zwei. Bereit. Alle auf einmal ausschalten. Übernehmen Sie den links und seinen Hund. Okay. Sehr schön. Okay, gut. Weiter geht's. Weiß, du bist alt, aber kannst du auch mal ein Tickchen schneller laufen? Minimal. Dann eben nicht. Dann laufe ich ein bisschen vor. So, ja, falsche Information. Die Russen haben mobile Raketenstellung. Roger. Haben Sie ein Transportmittel gefunden? Ich bin dran. Ende. Beschuss! Oh mein Gott, was war denn das? Okay, gut. Oh mein Gott, ich wurde vom Baum erschlagen! Ich werde wieder. Ey, was? Ich werde jetzt die ganze Zeit vom Baum erschlagen, oder was? Ich bin genau hinter dir, Price. Werde ich jetzt wieder. Aua, aua, aua. Lauf, Junge. Ich will nicht wieder mit Bomben erschlagen werden. Jupp, da fällt ein Baum. Ihre Fahrzeuge können uns nicht so weit folgen. Passieren lassen. Anscheinend suchen sie uns. Ja, natürlich suchen die uns. Hallo, da haben gerade einfach fucking Panzerfahrzeuge auf uns rumgeballert, Alter. Direkt voraus. Ausschalten oder nicht, Ihre Entscheidung. Habe ich ausgeschaltet. Gar kein Problem. So machen wir das. Auch immer ausschalten.
Erste Patrouille auf 12 Uhr. Schallgedämpfte Waffe verwenden. Wir müssen sie gleichzeitig erledigen. Übernehmen Sie die zwei rechts. Okay. Gute Arbeit. Noch eine Hundestreife. Ausschalten oder vorbeischleichen. Ihre Entscheidung. Wie haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4. Zeit für ein Nickerchen. Am besten so schnell ausschalten, wie es geht. Ganz schnell, weil keiner am Leben lassen. Die werden uns nur gefährlich, wenn wir die am Leben lassen. So langsam, Opa. So, was ist mit der Luftunterstützung? Eine mit Luftboden-Raketen bestückte Drohne ist auf dem Weg zu Ihnen. Roger. Dieser Kamm ist perfekt. Roach, übernehmen Sie die Predator-Drohne. Da kommt was. Was ist gerade passiert? Da ist eine mobile Raketenstellung im Dorf. Sie hat unsere Predator abgeschossen. So, wir brauchen noch eine Predator. Los geht's, Roach. Okay. Oh, okay. Sie wissen, dass wir hier sind. Schnappen Sie sich eine andere Waffe. Jo, mach ich. Verbündete nähern sich auf 12 Uhr. Ups. Es ist 12 Uhr. Das war von mir aus 9 Uhr. Oh. Das sind sehr viele Russen. Au. Au. Boah. Au. Guck. Das sind echt viele Russen. Ja, ich weiß, ich muss auch mal nachladen. Oh mein Gott, wo kommt der her? Nämlich, da steht doch einer. Wieso kann er ihn nicht töten? Bro. Von wo? War ein Kopf. Reloading. Oh fuck. Ich muss nachladen, Alter. Boah, eine Waffe, wo ich schneller nachladen kann, Mann. Junge. Jetzt hören wir mal auf, mal mit dem Scheiß. Boah, WTF? Okay. Ganz ruhig. Ja, dann was machen Sie? Ghost, Mann. So. So, wir sind mit Ghost und dem übrigen Team zusammengetroffen. Roger, die zweite Predator-Drohne ist fast bereit. Sie muss treffen, diese Dinger wachsen nicht auf Bäumen. Da ist das U-Boot, unter dem Kran.
Approach. Verteidigungslinie mit dem Predator angreifen. Auf die blinkenden Signale achten. So. Das hat sie alarmiert. Die ganze Basis ist im Alarmzustand. Beeilung. Nur noch ein paar Minuten, bis das U-Boot abtaucht. Let's go, Alter! Musste den Heli zerstören, Alter. Ohne den. Mit dem Heli sind wir im Marsch. Der auf uns feuert, Alter. Rakete online? Gut, Jungs, pusht. Ich hau die nächste Rakete rein. Geht online, bitte. Ups, ich hab vergessen, einen Sound auszuschalten. Tut mir leid. Ja, das ist scheiße. Das ist gerade echt scheiße. Rakete online, ja, ich hab's schon gemerkt, aber ich wollte eigentlich mal was sagen. So, können wir jetzt weiter, Jungs? Oder warten wir noch nicht? Oh, die warten noch nicht. Noch nicht. Geht online? Oh, fuck. Zerstört. Hi, ich hab wieder den Kollegen ermordet. Wieso töte ich immer meine Kollegen? Rakete online. Shit. Ja, mache ich. Guter Schuss. Mit neuer Waffe beim Nachladen. Boah, Sniper. Rakete online. Jupp. Rakete online, ja. Ah. Wo? Da. Ah ja, wie wir getroffen? Oh, fuck! Der Dude ist jetzt weggeflattert. Ich bin da. Los. Schützen wir. Geben wir Deckung. Von wo denn? Da. Ich gebe dir Deckung. Raketen bitte. Oh, fuck. Raketen werden aktiviert. Bereithalten. Ja, das braucht zu lang, Bro. Rakete online. Feuer! Was? Oh shit, da kommen die nächsten Trucks. Alle, uns greift eine Riesenbasis an, Junge. Lade nach. Ich werde gerade nur genervt. Aktuell. Oh fuck! Hab ihn! Hab sie! Oh shit!
Rakete. Geht jetzt weiter. Da, ihr könnt euch an der Szene erinnern. Hoffentlich noch. Wir sind hier. Verteidigen Amerika am Weißen Haus, Washington. Und sind abgestürzt. Ich hänge hier im Dings fest. Letztes Magazin. Aber es kommen immer mehr Gegner. Corporal! Oder die im Helis. Ich hab keine Muni mehr, nix. Runter! Boah. Bin ich tot? Ich bin im Weltraum, ich bin nicht tot. Okay, lebt noch. Zur dunklen Seite der Erde schauen. Sie sollten den Horizont bei etwa 15 Grad östlich der PV-Anlagen erreichen. Da ist sie. Wir erhalten Ihre Übertragung, Sat. Bitte kommen, Houston. Empfangen Sie das? Verstanden, ISS. Videoübertragung von Sat steht. Sat, bitte weiterverfolgen. Wir analysieren das. Houston, heute sind keine Satellitenstarts geplant, oder? So. Hiermit unterbreche ich erstmal die Ausnahme und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und tschüss!